Meine Damen und Herren, live aus dem TV-Studio von Stereo Media in Klagenfurt. Die Release-Show seiner neuen CD Ohne Last. Hier ist Simon Stadler. Ja, ohne Last will ich dir begegnen. Wie verprasst und ohne Hast soll es Liebe regnen. Lass uns auf Zeiten vorüberschreiten, unsere Gefühle ziehen wir ins Kalküle. Ohne Last, ohne Last. Ja, ohne Last, ohne Last, ohne Last. Und ohne Leid will ich dich umfangen. Zum Geleit der Freiheit dich kurzerhand empfangen. Lass uns eins werden, anstatt zu sterben. Gib mir deine Ängste, dann gibt's keine Grenze. Ohne Last, ohne Last, ohne Last. Ja, ohne Last, ohne Last, ohne Last. Ja, ohne Hass wirst du dich entfalten. Das Schwert aus Tränen nass soll dein Herz nie spalten. Wir werden fliehen, statt vor anderen zu knien, die meist gewaltsam sind wir doch nie schweigsam. Ohne Last, ohne Last. Vielen herzlichen Dank und guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid, zu Hause auf dem Bildschirm. Es sind stürmische Zeiten, in denen wir leben, und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen wieder ein Livestream-Konzert. Und es ist wunderbar, dass wir das trotzdem, trotz der konzertfreien Zeit, so machen können. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Konzert, wo ich mein allererstes Album vorstelle mit eigenen Songs. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie das zu Hause aufnehmen. Also ich bin für alle möglichen Sachen, die ihr mir sagen oder wünschen würdet, bin ich sehr offen. Und das nächste Lied ist eine Hymne an Sie da draußen, nämlich an das Publikum. Und es heißt Mein Leben. Ich wusste schon ungesagt und hintenrum, obgleich im Leben blieb ich doch meistens eher dumm. So viele Zeilen versprochen im Wind, ein Zehntel des Muts, den ich hatte als Kind. Und so steh ich jetzt vor dir wie die Brandung vom Fels, denn du bist mein Leben, mein Herz, meine Welt. Yeah. Mit Erde und mit klarer Luft, und ich riech heut wie am ersten Tag des Lebensduft. So viele Zeiten gemeinsam durchlebt, mit unendlich Liebe in unserer Seele, die bebt. Und so steh ich jetzt vor dir, wie der Sieg vor dem Held,
denn du bist mein Leben, mein Herz, meine Welt. Ja, du bist mein Leben, sitz ich hier am Klavier, hab alles zu geben, damit ich dich nie verliere. Ja, du bist mein Leben, oh, hab alles zu geben, damit wir uns nie verehren. Ich wusste schon ungesagt und hintenrum, durch euch bleib ich für alle Zeit hier und auch jung. Weiß ich nicht weiter, treibst du mich voran und ich entzünde dir so manchen Drang. Also stehst du es vor mir wie der Ring vor dem Feld, denn du bist mein Leben, mein Herz, meine Welt. Ja, du bist mein Leben, mein Herz, meine Welt. Ja, du bist mein Leben, mein Herz, meine Dankeschön, Simon. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite ins Publikum und auch vor den Kameras. Und so stehe ich jetzt vor dir wie der Sieg vor dem Held, denn du bist mein Leben, mein Herz, meine Welt. Eine wunderbare Liebeserklärung an das Publikum kann es eigentlich gar nicht geben, ohne dass ja, wie wir alle wissen, ein Künstler gar nicht sein kann. Genau so ist es, lieber Michael. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Das war einer der ersten Lieder, die ich geschrieben habe für das neue Album. Und ich wusste schon irgendwie nach den ersten zwei Strophen, wo ich das geschrieben habe, das muss unbedingt da drauf. Weil das ist so, wie du richtig gesagt hast, wir in unserem Metier, wir werden gar nichts ohne die Leute, die einem zuhören. Und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Also, dass man sich auf eine Bühne stellen kann und Lieder präsentieren kann, die man selbst geschrieben hat und Leute einem dann noch zuhören, das ist wirklich ein großes Glück. Und das nehme ich auch so in mein Herz auf. Dein letztes Live-Erlebnis liegt ja auch schon länger zurück, wenn auch nur vor einem ganz kleinen, erlauchten, erlesenen Publikum, aber es liegt schon weit zurück, oder? Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Wir befinden uns in ganz stürmischen Zeiten und in sehr fordernden Zeiten auch für alle möglichen Veranstalter und natürlich für die Künstler selbst. Aber wir planen eben für das kommende Frühjahr und auch für den Sommer. Also im Frühjahr wird es noch wahrscheinlich ein wenig stressig werden, aber im Sommer bin ich ganz zuversichtlich, dass wir wieder auf Bühnen spielen können. Und da sind wir jetzt gerade am Plan. Die Hoffnung lebt jedenfalls für uns alle. Ich freue mich, Simon, mit dir heute ein wenig darüber plaudern zu können, was sich hinter dem Menschen, hinter dem Liederschreiber und hinter dem Musiker Simon Stadler verbirgt. Wir plaudern über dich, wir plaudern über die neue CD natürlich, ohne Last, mit eigenen Texten und Liedern. Ich habe da bei der Vorbereitung in dein Booklet der CD gelesen, alle diese Lieder, die CD übrigens steht da vorne, damit man es mal anschauen kann. All diese Lieder sind meine Zeitkapsel mit Themen, die mich über die letzte Zeit beschäftigt haben. Sie halfen mir, vieles zu verarbeiten und letztlich ohne Last zu sein. Kannst du uns ein bisschen in deine Welt entführen? Was ist darunter zu verstehen? Ja, das ist so zu verstehen, dass jedes Lied ist fast so eine Art Heilprozess für mich. Also ich schreibe die Lieder alle mitten aus dem Leben, wenn man das so sagen kann. Also ich habe wirklich immer die Inspiration geholt von außen. Also ich habe mich nie irgendwie zu Hause hingesetzt und habe gesagt, jetzt schreibe ich ein Lied über das. Sondern ich musste das immer erleben. Und das ist für mich dann ein Thema, das sich mir aufzwängt, das muss ich dann irgendwie verarbeiten. Und so, die Musik hilft mir halt dabei und der Text vor allem. Und wenn ich dann mit diesen Liedern, die ich da verarbeite, Menschen berühren kann, auch noch, das wäre natürlich der Wahnsinn. Also das ist das Ziel des Ganzen. Das hoffen und wünschen wir dir natürlich. 12 Songs sind es an der Zahl, die auf dieser neuen CD deine Handschrift tragen und die es natürlich ab sofort auch zum Kaufen, zum Bestellen und natürlich auch zum Downloaden gibt, alles, was heute möglich ist. Wir werden in der nächsten Stunde fast alle Songs hören
und noch vieles mehr über dich, deine Musik und natürlich deinen Weg erfahren, Simon. Jetzt, glaube ich, brauchen wir wieder ein bisschen Musik. Wir bleiben ein bisschen bei der Liebe und bei den Liebeserklärungen. Sie heißt der nächste Song und ich nehme an, eine klassische Liebeserklärung. Oder? Ja, es ist eine klassische Liebeserklärung, vor allem für den Menschen in meinem Leben, meine bessere Hälfte, würde ich mal jetzt so sagen. Also die ist meine Kritikerin, wirklich, die sagt mir immer, wenn sie irgendwas jetzt nicht so gut findet und sie sagt mir natürlich auch das, wenn sie was gut findet und sie ist wirklich immer da, wenn man sie braucht und das ist halt für uns, wo wir eh so eine Unruhe in uns tragen, irgendwie die Künstler, ist das ein enormer Glücksfall und da bin ich ganz stolz, dass ich das Lied jetzt spielen kann für sie. Simon, höchste Zeit für Sie. Bitte. Sie ist so schön wie ein Ufer, das seichte kleine Wellen zieht. Stand fest und stark wie ein Ruder, hell wie die Sonne im Zenit. Und ich lerne von ihr, wie man so lebt, dass jeder Tag so wirkt, als ob man schwebt. Sie ist von der Sorte Menschen, die man nur einmal selber trifft. Es lohnt, um ihr Herz zu kämpfen, bevor man sich sein selber bricht. Und ich lerne von ihr, wie man so liebt, dass tausendfach zurückkommt, wenn man gibt. Trocken zu bleiben im nüchternen Regen, stets querfällt ein, durchs Leben zu gehen. Und keine Parolen, die das Prunk ist, entstehen. Sich selbst überholen, wo andere stehen. Sie, nur sie, kann mir zeigen, wie. Ich geh im Stillen neben ihr her, bin gepackt von ihrem Wort. Was bin ich mit meinen Liedern? Ging ein wie sie vertrauten Ort. Und wir begegnen uns tagtäglich neu. Mit felsenfester Lust und ohne Scheu. Trocken zu bleiben, im nüchternen Regen. Stets querfällt ein, durchs Leben zu gehen. Keine Parolen, die das Funk ist, entstehen. Sich selbst überholen, wo andere stehen. Sie, nur sie, kann mir zeigen, wie. Sie, nur 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 sie, kann mir zeigen, wie. Simon, ich glaube, so viel können wir verraten. Sie ist unter uns, oder? Sie ist unter uns, natürlich, selbstverständlich. Ohne Last ist denn die erste CD mit eigenen Texten und Liedern, aber natürlich nicht eine erste CD. Und ich erinnere mich, 2020 ist das selbstproduzierte Album von dir erschienen mit 17 Liedern deiner großen musikalischen Idole Udo Jürgens und Konstantin Wecker. Seit einigen Jahren spielst du ja Solokonzerte mit den eigenen Interpretationen dieser Lieder.
deiner großen Vorbilder. Als Constantin Wecker zum ersten Mal in dieses Coveralbum im Vorjahr hineinhörte, Meine Welt mit Udo Jürgens und Constantin Wecker, war er sofort angetan. Und das hat er so in einer ersten Reaktion dazu gesagt. Sollen wir es uns gemeinsam anhören. Simon hat einige meiner Lieder ganz großartig neu interpretiert. Und ich finde es toll, dass er jetzt eigene Lieder schreibt und bei uns im Label Sturm und Klang ist. Und ich werde ihn, wo ich kann, unterstützen und mit ihm auch gerne zusammenarbeiten. Ja, das ist wunderbar. Wirklich. Also es ist so, wie du richtig gesagt hast, dieses Coveralbum, mit dem hat eigentlich alles gestartet. Und das war so irgendwie, ich habe das dem Konstantin eben über Glück, habe ich ihm das vorspielen können. Und er war wirklich so begeistert, dass er gesagt hat, unter der Bedingung, dass ich eigene Lieder schreibe, hat er noch einen Platz in seinem Label Sturm und Klang frei. Und das ist natürlich ein Wahnsinn für einen Newcomer wie mich. Man könnte fast sagen, die Queen schlägt jemand zum Ritter, die britische Queen. Das ist fast so wie zum Ritter geschlagen in der Musikszene, muss man sagen. Weil es ist ja schwierig, ein Label zu finden, das auf jemanden vertraut und das einen produziert, oder? Genau so ist es. Und total, es ist auch in der heutigen Zeit so schwierig, weil es einfach einen Überfluss von allem gibt. Und das war für mich, Konstantin war ja für mich immer schon ein Idol von Kindheitstagen an. Also die habe ich durch meine Eltern habe ich ihn kennengelernt, so mehr oder weniger. Und das war ein Traum von mir, von dem ich nie gedacht habe, dass der wahr wird, dass ich mal mit dem Konstantin was mache. Und der ist wahr geworden. Also das ist wirklich, ich bin jetzt noch immer dabei, das Ganze irgendwie zu realisieren. Und ja, das ist... Ich muss jetzt noch eines draufgeben zu dem ohnehin schon großen Lob von Konstantin. Er hat ja für dich ein Empfehlungsschreiben für eine Bewerbung bei einem Kulturpreis verfasst. Und darin hat er geschrieben, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, ein kluger, sensibler Liederschreiber und Sänger mit dem Talent zu kraftvoll eingängiger Melodie, die aber nie ins Beliebige abgleitet und punktgenauer Poesie. Ja, Wahnsinn. Also. Du brauchst nichts dazu sagen. Man muss dazu sagen, Konstantin wäre gerne natürlich heute mit live dabei gewesen, aber aus bekannten Gründen, pandemiebedingten, wissen wir, dass es leider nicht möglich ist. Wir bedauern es, aber es wird sicher noch viele Gelegenheiten geben, dass ihr gemeinsam irgendwo auch auftritt und dass ihr gemeinsam Musik macht. Das hoffe ich sehr und da freue ich mich drauf. Ja. Ja, aber er ist ja trotzdem bei uns und eine Nummer auf deiner neuen CD ist ja sozusagen ein Duett mit Konstantin, das du heute alleine singen wirst, aber es trägt einen sehr bezeichnenden Titel, nämlich... Dafür lasst uns streiten, heißt ja. Der Song. Genau, das ist der finale Song am ganzen Album von den 12, der 12. Song und der beschließt das Album so wunderbar, weil er hat... zu mir gesagt, oder beziehungsweise ich habe zu ihm gesagt, wenn du irgendwas anders machen willst, er hat nämlich eine Strophe übernommen in diesem Song und ich habe ihm gesagt, wenn du diese Strophe ein wenig mehr nach Konstantin atmen lassen möchtest, dann bitte mach das und schreib irgendwas um. Und er hat gleich von vornherein gesagt, nein, das passt schon so, wir machen das so, wie du das geschrieben hast. Und das war natürlich für mich auch wieder ein Indiz dazu, dass er das wirklich nicht so schlecht findet, anscheinend. Und ich werde ihm seine Strophe heute singen. Und natürlich den Rest des Liedes jetzt auch. Und ich bin sehr gespannt, weil es ist natürlich auch eins, was ein wenig ins Sozialkritische ableitet, aber eigentlich nur mehr oder weniger meine Meinung sage. Also ich will überhaupt keinen bekritteln, sondern ich möchte einfach das aussprechen, was mir denkt. Und natürlich läuft man da dann vielleicht so in ein paar offene Messer, aber die sollen nur kommen. Aber ihr habt euch noch nicht gestritten, oder? Konstantin und ich? Nein, das ist Gott sei Dank. Also er ist natürlich auch ein Mensch, der einem gleich mal ins Gesicht sagt, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, aber wir haben noch nie, Gott sei Dank, einen Disput gehabt. Und sollten wir mal einen haben, dann kann ich sicher davon lernen. Aber du singst uns jetzt, wofür wir schreiten sollen. Genau so machen wir das.
Lasst uns heute zusammenstehen und nicht mehr vor dem Thron uns beugen. Lasst uns eigene Wege gehen und keinen neuen Schritt vergeuden. Lasst uns aufeinander schauen, statt mit Gefühl auf Sand zu bauen. Mut und Friedenskraft verbreiten, ja dafür lasst uns streiten. Lasst uns nie mehr konkurrieren, nicht Mord und Totschlag überhören. Lasst Liebe die Welt regieren und uns nicht nur allein gehören. Lasst uns leben pur genießen, statt Herz durch Panik zu verschließen. Leichtigkeit des Seins verbreiten, ja dafür lasst uns streiten. Dafür lasst uns streiten. Und stempeln Sie mich als Träumer ab, na dann werde ich das wohl sein. Doch ich weiß ganz bestimmt von oben herab, als Träumer bin ich nie allein. So lasst uns für die Freiheit kämpfen und nie mehr unter Führern leben. Der Fantasie setzt keine Grenzen und lasst uns Fehlern still vergeben. Lasst uns jede Meinung hören, auch wenn sie manchmal nicht gefällt. Niemals mehr auf Eide schwören und leben für eine bessere Welt. So lasst uns heute zusammenstehen und nicht mehr vor dem Thron uns beugen. Lasst uns eigene Wege gehen und keinen neuen Schritt vergeuden. Lasst uns aufeinander schauen, statt mit Gefühl auf Sand zu bauen. Mut und Friedenskraft verbreiten, ja dafür lasst uns streiten. Dafür lasst uns streiten. Dafür lasst uns streiten. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt schon so ein wenig ins Sozialkritische wandern, habe ich mir gedacht, wir machen jetzt gleich das zweite Lied, was so ein wenig ist. Denn ich bin immer dafür, dass man, ich glaube, die Mischung macht es immer aus, dass man halt hier und da mal wieder so seichtere Themen den Leuten vorstellt. Und dann wirken nämlich die Themen, die etwas, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen schwerer verdaulich sind, wirken natürlich noch mehr, weil das kommt dann von einem, der irgendwie so zuerst so ganz sporadisch daherklimpert und von dem man das nicht erwartet. Und dieses nächste Lied ist so, sind so ein wenig meine Gedanken über die derzeitige Lage, würde ich mal sagen. Und liebe Ute Funder, ich bin total froh, dass du mich wieder unterstützt auf deiner wunderbaren Trompete. Und das Lied heißt Uns zwei und es passt ja auch, wir sind heute zu zweit und so machen wir das. Zeiten sind vorbei auf den Straßen von New York und es dauert nicht mehr lange bis zum Endzeitstimmungsort.
Die Kleinen stehen im Rad, im Schatten der Fabriken. Und das Credo aller Hohen ist nichts als Arsch und Tippen. Es herrscht ein Unbequem, ein von Lügen genährt und krankes Rechtssystem. Die Welt bleibt nicht bestehen, solange wir uns allein unter der Krone sehen. Alles, was ich höre, sind Kriege weit und breit. Und wo mein Blick auch hinfällt, sehe ich nichts als Zorn und Streit. Wir wandern stumm im Kreis, die Zukunft in der Hand. Und mit der Wirtschaft unserer Erde fahren wir stetig an die Wand. Es herrscht ein Unbequem, ein mit Hass geschürtes Egoman-Problem. Die Welt bleibt nicht bestehen, solange wir unsere Fehler niemals eingestehen. Doch uns zwei, uns beiden ist heute einerlei. Komm her, wir trinken Wein, lass dich fallen und hör meine Stimme. Sie singt dir ein Lied wie noch keins, ja wir zwei. Verstehen uns ohne Zweifelei. Oh, solange der Himmel voll von Gefühlen, werden wir nie auskühlen und unsere Gedanken sind frei. Wir zwei, wir zwei. Die Großen reden vom Stolz, Erfolg und ewig Frieden. Doch hinter ihrem Bord wird heimlich Aufrüstung betrieben. Sie machen, was sie wollen, misshandeln das System. Und die für unschuldig gesprochen sind fast immer das Problem. Es herrscht ein Unbequem. Wann könnt ihr es euch endgültig eingestehen? Die Welt bleibt nicht bestehen, solange wir glauben zu wissen, was wir nicht verstehen. Doch uns zwei, uns beiden ist heute einerlei. Komm her, wir trinken Wein, lass dich fallen und hör meine Stimme. Sie singt dir ein Lied wie noch keins, ja wir zwei. Verstehen uns ohne Zweifelei. Solange der Himmel voll von Gefühlen, werden wir nie auskühlen und unsere Gedanken sind frei. Wir zwei, wir zwei. Ist unterfunden, meine Damen und Herren. Ja, wir zwei verstehen uns ohne Zweifelei. Solange der Himmel voll von Gefühlen, werden wir nie auskühlen und unsere Gedanken sind frei. Wir zwei, wir zwei, wir zwei, wir zwei. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Simon. Du musst wieder einen Sprint. Vielleicht können wir das einmal verraten, was da drinnen ist in diesem wunderbaren Getränk. Ich weiß, es wird von deiner Mutter gemacht. Aber es muss eine Spezialmischung sein. Ja, oder? Soll man das verraten? Das ist eigentlich Lindenblütentee ist es. Lindenblütentee mit Salbei gemischt. Also es ist kein Alkohol drin, aber ich verzichte natürlich nicht ganz auf den Alkohol auf der Bühne, aber fast. Also das ist wirklich für die Stimme. Stimme ist das so ein, wie soll ich sagen, also einfach, dass die Stimme da bleibt. Und seit ich das trinke, ist es komisch, seitdem habe ich noch nie Probleme gehabt. Spezialrezept von der Mutter, die muss das wissen. Musik war dir ja, Simon, sozusagen in die Wiege gelegt. Das ist ja so eine Floskel, aber bei dir trifft es wirklich zu. Mit 4 Jahren, glaube ich, hast du deine ersten Klavierstunden bekommen. Es folgten dann auch Klarinette und Gitarre, die wir jetzt dann gleich hören werden. Das Musikgymnasium in Fichtring, dann ein Studium der Medienkomposition in Wien und jetzt die erste eigene CD. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn die erste CD mal heraus ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man vielleicht so vergleichen mit einem Fußballer, der das erste Mal in seinem Leben ein Tor schießt, so auf die Art. Und das ist schon besonders und ich glaube, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Man kann ja fast sagen, die Familie Stadler ist ein Familienunternehmen, was es die Musik betrifft. Dein Bruder Daniel war ja auch maßgeblich an der Produktion dieser CD beteiligt und auch der aller anderen. Genau. Also er war wirklich, wenn es ums Arrangement geht und so, da ist der Daniel, mein älterer Bruder, ist da wirklich ein totaler Segen. Und das war, ohne ihn wäre es nie so weit gekommen, dass es überhaupt rauskommt. Also er ist wirklich ein wichtiges Element dieser ganzen Produktion, ja. Und Mama und Papa, die natürlich im Hintergrund dich unterstützt haben natürlich. Die ganze Zeit. Und nach wie vor unterstützen, das ist wirklich, also das ist auch nicht so selbstverständlich, ist sehr schön, dass du das erwähnst und danke vielmals. Familienunternehmen Stadler. So, jetzt haben wir vorher gesagt, du kannst dir jede Menge Instrumente in der Produktion, ich habe nur immer wieder während der Produktion gehört, jetzt habe ich diese Stimme eingespielt und diese Stimme eingespielt im Studio, aber du spielst natürlich auch selbst und unter anderem die Gitarre. Und jetzt wollen wir ein Lied hören, das ja auf der CD auch oben ist, das schon ausgekoppelt im Oktober vergangenen Jahres einmal auf den Markt gekommen ist. Genau. Aber das wollen wir jetzt natürlich auch noch einmal hören. Ja, natürlich. Und das ist ja auch dieses Lied, weil wir gerade davon sprechen, hat zu Klangfurt eine besondere Verbindung, weil wir haben das am Klangfurter Flughafen gedreht und das kann ich dir ehrlich sagen, das war wirklich auch etwas, das habe ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, aber ich hätte nie gedacht, dass das mal wirklich realisiert wird. Und da sind wir mit so einem alten Oldtimer über die Landebahn geprescht und das ist irgendwie so ein toller Song, wo es quasi die Leichtigkeit des Seins kommt daraus und der plädiert für mehr Sorglosigkeit in dieser verrückten Zeit. Das brauchen wir alle. Und ungefähr so klingt er jetzt. Ja. Bitte, Simon. Herbstwind, du wehst durch mein Gemüt. Die Welt nimmt sich heute frei und blüht. Wie im Frühling nach den letzten Wintertagen. Du fühlst dich wie ein klarer Sommer an. Schritt für Schritt folgst du auf meinem Weg. Genau wie Liebe kommt und geht. Keiner weiß, wo sie sich oft versteckt. Bis sie sich wie ein Baum zum Himmel streckt. Oh, alles durch dich scheint so leicht. Es ist das kleinste Ding, mein Herz dabei. Herbstwind, breit deine Flügel aus. Bin blind, so trage mich nach Haus. Herbstwind. Euch nicht stur belehrt und nichts politisch widerfährt, euch nicht zeigt, wohin die Reise soll, nur charmant agiert und nicht als Proll. Oh, alles durch dich scheint so leicht, wenn du sanft durch meine Haare streichst. Herbstwind, breit deine Flügel aus. Bin blind, so trage mich nach Haus. Herbstwind, Herbstwind. Oh, Herbstwind, erzähl, was du gesehen. Du kennst sicherlich Tod und Leben, wie ist oft stark im goldenen Blätterreigen.
manchmal hört man dich vom Fenster schreien. Oh, alles durch dich scheint so leicht. Das ist das kleinste Ding, mein Herz erweicht. Herbst spinnt, breit deine Flügel aus. Bin blind, so trage mich nach Haus. Herbst bin, oh, Herbst bin, oh, Herbst bin, oh, Herbst bin, oh. Dankeschön. Ja, Simon, es gibt ja eine Reihe von Songs, die du selbst geschrieben hast. Unter anderem auch schon 2016 unter dem Namen Jack Simon damals. Das war so ein Künstlername aus der Sturm- und Drangzeit, würde ich sagen, oder? Die sind alle in Englisch. Texte über Amerika, Aufbruch und Fernweh. Und in Ohne Last geht es jetzt um Vergänglichkeit, Weltanschauung, Gleichrangigkeit und natürlich Liebe, verpackt in deutsche Poesie. Ein ganz normaler künstlerischer Reifeprozess, oder? Genau, das kann man so sagen. Also ich habe mich irgendwann von den Träumen verabschiedet, in Amerika groß zu werden. Also das war immer so ein Kindheitstraum. Und das ist natürlich auch durch ein großes Vorbild von mir, durch Johnny Cash eigentlich entstanden. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das war eigentlich auch, dass das Coveralbum war damit dafür zuständig, dass dieses Umdenken stattgefunden hat. Weil ich da gemerkt habe, dass eigentlich mit meiner Stimme auch deutsche Texte funktionieren oder sogar viel besser als englische. Und das Tolle an deutschen Texten, wenn das die eigene Muttersprache ist oder generell an allen Texten in der eigenen Muttersprache, ist einfach, dass das Publikum dir das hundertprozentig abnehmen kann. Weil du kannst da total ehrlich davon werden und so. Im Englischen ist immer so, es ist natürlich schon schön bei einigen Leuten, die vielleicht nicht aus England kommen, aber für mich war einfach das der bessere Weg und das ist toll, dass ich jetzt da gelandet bin. Bin ich sehr froh darüber. Aber es gibt den Jack Simon auch noch, oder? Ja, es gibt ihn natürlich, aber er tritt nicht mehr auf, wollen wir mal so sagen. Simon, wir hören wieder eine Nummer aus Ohne Last. Du bleibst du mit Ute Funder wieder in Begleitung. Ich merke, sie hat die Nummern schon mehrmals gehört, weil sie nickt immer so mit dem Kopf mit und hat das alles schon, würde ich sagen, inhaliert, oder? Ja. So kann man sagen. Das muss man, wenn man das begleitet. Du bleibst du. Ein paar Worte zu diesem Song, Simon. Das ist auch mitunter einer meiner Lieblingssongs am Album, weil er versprüht einfach so eine Lebensfreude. Und für die Damen und Herren, dann den Bildschirm. Sie werden jetzt gleich erfahren, warum der auch so lustig ist. Also ich behandle da eigentlich in jeder Strophe so ein anderes Thema. In der ersten Strophe geht es um ein bisschen Verlust. Also das hat vielleicht jeder schon mal durchlebt, wenn die Freundin weggelaufen ist oder der Freund weggelaufen ist. Und in der zweiten Strophe treffe ich tatsächlich auf Ludwig van Beethoven. Also es ist ganz witzig. Man kann ja durch die Kunstfreiheit kann man sich ja wirklich Sachen herzaubern, die physisch rein technisch eigentlich gar nicht mehr möglich sind heutzutage. Und in der letzten Strophe versöhne ich mich quasi mit dem Ganzen, dass ich bleib und du bleibst. Und das ist auch gut so, weil es muss jeder Mensch, einfach besonders sein. Und das ist auch, ohne dass er was tut, ist jeder Mensch einfach besonders. Und das sagt die letzte Strophe aus. Simon Stadler trifft Ludwig van Beethoven. Wir sind sehr gespannt. Du willst mich nicht mehr fragen, wie es steht um meine Sorgen. Und auch dein Herz für uns zwei ist schrecklich still geworden. Und jetzt sitz ich hier und wart auf einem Wunder, das mir zeigt, dass ich doch nicht gemacht bin für ein Leben lang zu zweit. Ich nehm's dir auch nicht übel, denk ich ernsthaft drüber nach. Denn unsere Liebe floss so wie ein stillgelegter Bach. Und bin ich manchen Tag vielleicht noch zu verzückt von dir, weiß ich doch, dass mein Glück im Leben alleinig hängt an mir. Doch glaube niemals, dass du mich zerstörst,
ganz egal, wem du auch ab heute schon gehörst. Ich bin ein altes Kind, das Freiheit sucht und sage mir, mit dir hab ich's halt versucht. Denn du bleibst du und ich bleibe ich. Alles andere regelt sich. Nur wir zwei, wir werden nie drei. Du bleibst du und ich bleibe ich. Letztens ging ich quietschvergnügt den Kahlenberg entlang. Da traf ich glatt auf einen von mir nie gehörten Klang. Mutig wie ich bin, ging ich geradewegs drauf zu. Und seit dem Vorfall, glauben Sie mir, komm ich nicht mehr zur Ruhe. Da stand Ludwig van Beethoven und eine ganze Schar an Streichern, die er hörte, für viele undenkbar. Er drehte sich zu mir und sagte folgendes, merkt ihr gut: Vergiss das Komponieren, ich hab mich sattsam ausgeruht. Denn du bleibst du und ich bleib ich. Wo wärst du heute ohne mich? Musik wär schräg, wär's mich nicht geht. Du bleibst du und ich bleib ich. Das halt im Leben, keiner weiß, wohin es führt. Aber wenn es mich auf Wege bringt, die ich nie beschreiben wird. Ich nehm sie dankbar an, folg dem Glück der Fantasie. Und weiß, in jedem Traum ist die Welt schön wie noch nie. So bleib dort, wo dein Herz dich trug. Alles andere wäre Betrug. An jeder Mensch ist selbst gelenkt. Du bleibst du und ich bleib ich. Ja, Simon, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige schon auf den Geschmack gekommen sind, diese CD vielleicht sich zu erwerben. Es gibt aber nicht nur die CD, sondern es gibt ja auch eine wunderbare Ausgabe in Vinyl, nicht? Genau, das finde ich wieder grandios, dass da das Label von Konstantin Sturm und Klang eingegriffen hat und gesagt hat, du, wir machen wieder Schallplatten. Und so sieht das tolle Ding aus. Es ist ja auch so großartig, weil wenn man da auch eine Widmung draufschreiben kann oder irgendwas draufzeichnen. Und das Tolle ist auch, also ich finde ja, ich bin ein riesiger Schallplattenfan, weil nämlich auch der Sound ein wenig wärmer ist auf der CD. Also wenn man einen guten Schallplattenspieler zu Hause hat, dann macht das wirklich was her. Und das Besondere an der Vinyl ist natürlich, dass das eine limitierte Auflage von 300 Stück ist. Und da steht auch hinten drauf, die wievielte Nummer man davon hat. Und das ist irgendwie ganz was Lässiges, finde ich. Und jetzt müssen wir einen verkaufstechnischen Trick machen und sagen, es gibt nur mehr ganz wenige, oder? Ja, es sind wirklich einige Vorbestellungen bis zum heutigen Tag gekommen. Also heute ist ja der Release-Tag und das war wirklich so grandios. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch mal bedanken bei Ihnen allen, dass Sie so tatkräftig vorbestellt haben. Und ich finde das grandios, dass wir wirklich jetzt so einen tollen Start damit haben und wirklich ein Interview nach dem anderen. Die Medien sind wirklich sehr interessiert dran und das ist einfach sehr schön. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Simon, jetzt die CD ist so, das Baby hat das Licht der Welt erblickt sozusagen. Jetzt schauen wir noch einmal zurück. Vielleicht kannst du ganz kurz uns noch einmal erzählen, wie so eine CD entsteht, also von der Komposition über die Idee bis hin dann zum fertigen Produkt. Wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen jetzt, wenn du das alles in allem nimmst? Ja, also ich habe die Lieder eigentlich, also man kann sagen vom März 2021 bis circa Ende 2021. Also man kann so sagen, ein halbes, dreiviertel das Jahr ungefähr. Und 20, also, oder?
2021, ja genau, also wir haben ja voriges Jahr produziert und jetzt kommt es raus, ja. Genau. Und den Prozess kann man sich irgendwie so vorstellen, also das ist ja auch das Besondere an diesem Livestream-Konzert, wir spielen das ja eigentlich in der Urform, wie ich die Lieder geschrieben habe, also das Besondere auch an Herbstwind, was wir früher auf der Gitarre gespielt haben, das war auch das einzige Lied, das ich auf der Gitarre geschrieben habe und das kann ich Ihnen wirklich sagen, es ist ganz was anderes, man geht die Sachen ganz anders an, wenn man auf der Gitarre schreibt, als wie wenn man am Klavier schreibt. Und das Tolle daran ist halt einfach, ich mache immer so Klavierparts, wo ich mir denke, das kann so gut klingen und dann stopfe ich das Ganze irgendwie in eine Mappe und dann trage ich die mal mit mir herum. Und dann treffe ich mich meistens mit meinem Bruder im Studio und der hat dann schon eine Idee, okay, ungefähr so könnte es klingen und ich mache ein bisschen Vorarbeit und dann locke ich ihn quasi ins Studio. Also ich möchte den Daniel nicht zu sehr in Anspruch nehmen, weil er eben filmmusiktechnisch sehr viel zu tun hat. Aber er sagt mir dann schon klipp und klar, so und so könnte man das machen. Und das ist halt das Tolle, weil du kannst einfach, wenn du alleine bist, du kannst nicht so monolithisch arbeiten. Du wirst irgendwann, bleibst einfach stehen und dann bildet man sich nicht mehr weiter. Und das ist halt ein Segen, dass ich andere Musiker, auch jetzt vom Label Sturm und Klang, habe, mit denen ich eventuell mal zusammenarbeiten kann. Und da freue ich mich ganz drauf, ja. Ein Zitat aus der nächsten Nummer, die wir hören werden. Ich habe in dir mein Heim gefunden und das, was ich halt sonst so mag, ganz unsäglich, ungebunden, zeigst du mir deine Pflicht und Plag. Deine Pracht und Plag. Deine, genau, Pracht, glaube ich. Deine, ja, Pracht und Plag. Entschuldigung. Nein, überhaupt kein Problem. Es ist die Zeilen stammen aus dem Song Altstadt, den wir gleich hören werden. Auch ein Liebeslied eigentlich an die alte Substanz von Städten. Also da kommt Berlin, Venedig, Zürich und Bamberg, glaube ich, vor. Genau. Was fasziniert dich so daran? Ja, es ist natürlich die Unzerstörbarkeit der Bauten, die da im ersten Bezirk einer Stadt stehen. Wien ist ja natürlich das Paradebeispiel dafür. Das ist ja eine der schönsten Altstädte, die es überhaupt gibt, glaube ich. Berlin musste ihre Altstadt wieder aufbauen und ist gerade dabei, dass sie wieder so Gebäude wieder inszenieren und so aufbauen, wie es damals war. Und mich fasziniert einfach diese Unzerstörbarkeit. Also das ist wirklich, das sind Bauten, die seit wie vielen Jahrhunderten da stehen. Und ich habe mir letztens gedacht, da bin ich durch Wien gegangen und da hat sie mir auch dieser Song aufgezwungen. Da habe ich mir gedacht, wer mag hier schon den Weg beschritten? Und das ist ja wirklich so, wenn man so drüber nachdenkt, wenn du so durch so die kleinen Gassen geht, da sind ja wirklich schon Gott und die Welt durchgegangen. Und wie mag das sein, wenn die jetzt noch hier wären beispielsweise und das sehen, quasi wie sich die Stadt entwickelt hat. Das ist einfach unheimlich inspirierend und faszinierend für mich gewesen. Und ich musste mit dem Lied der Altstadt mein Tribut zollen. Also wir schlendern jetzt dann demnächst durch die Altstadt, wieder begleitet am Flügelhorn von Ute Funder und daraufhin gibt es Liebesworte. Genau. Das ist auch wieder ein Liebeslied, weil die Liebe ist ja auch ein Thema, das sich bei jedem Künstler irgendwie durchs Werk zieht. Und das ist mitunter eines der wichtigsten Themen natürlich. Und das ist ganz, ganz schlicht und sehr leicht von der Hand zum Zuhören. Und ich freue mich sehr darauf. Ja. Wir uns auch. Versunken, der Welt entschwunden, geh ich durch deine Alleen. Wer mag hier schon den Weg beschritten? Was hast du alles gesehen? Prunkvoll spiegeln deine Fenster den Mond, das gelbe Straßenlicht. Ein paar Renaissance-Gespenster tragen ein Lächeln am Gesicht. Was blieb von deinem handerbauten Glanz zurück? Ach, könnte ich mit ihr heilen?
Hand in Hand, nur ein Stück durch deine Gassen gehen. Stolz erfüllt, schenk mir ein, denn heut trink ich dies Glas auf dich. Und wie im Sturm gewinnt, umfangen mich. Man nennt dich Wien oder Berlin, Venedig, Zürich und Bamberg. Doch zart gehauchte Harmonie, bist du ein unsterbliches Werk. Ich habe in dir mein Heim gefunden. Und das, was ich als sonst so mag, ganz unsieglich ungebunden, zeigst du mir deine Pracht und Plan. Vom Stolz Stadtpark bis hin zum alten Mauergraben erstrahlst du nach wie vor in tausend Farben, die es nirgends nochmal gibt. Stolz erfüllt, schenk mir ein, denn heut trink ich dies Glas auf dich. Sturm gewinnt, du mein Sein, dein Flair und Leben umfangen. Liebesworte. Liebe in der Luft, als könnte ich sie sehen. Mit dir zusammen am wilden Flussufer stehen. Für einen Augenblick lässt mich dein Lächeln gehen. Ich sag's, die Zeit mit dir ist wunderschön. Lieber mit dir gehen als ein Leben lang allein. Sag's mir Liebesworte und ich fang sie ein. Wir prallen aufeinander wie im perfekten Reim. Du lebst auf. Ich spür mein Sein. Und wenn der Sturm seine Kreise zieht, uns die Nacht auf den Augen liegt, wenn die ganze
ganze Welt sich übergibt an Gefühl und Vertrauen, dann bin ich bei dir und du bist bei mir. Wir verstehen uns allein in der Gunst. Wir lassen uns fallen und fangen uns auf und lassen dem Herz alleinig den Lauf. Ein Feuer, das dich wärmt, ein Eismeer, das dich kühlt, ein Rausch, der deine Sinne verwischt und aufwühlt. Wir kennen uns seit Jahren 300 Gefühle, schwer zu glauben, doch Wahrheit erfüllt. Und wenn der Sturm seine Kreise zieht, uns die Nacht auf den Augen liegt, wenn die ganze Welt sich übergibt an Gefühl und Vertrauen, dann bin ich bei dir und du bist bei mir. Wir verstehen uns allein in der Gunst. Wir lassen uns fallen und fangen uns auf und lassen dem Herz alleinig den Lauf. Sehen, mit dir zusammen am wilden Flussufer stehen. Für einen Augenblick lass nicht dein Lächeln gehen. Ich sag's, die Zeit mit dir ist wunderschön. Ja, Simon, wir haben schon viel von deinen musikalischen Vorbildern und Lehrmeistern sozusagen gehört und gesprochen. Konstantin Wecker und Udo Jürgens waren ja, glaube ich, schon Teil der Plattensammlung deiner Eltern. Also du bist ja auch schon sehr früh in Kontakt gekommen. Das waren damals noch das gute alte Vinyl. Aber es ist ja auch natürlich die geografische Nähe des Geburtsortes von Udo Jürgens. Ottmanach am Magdalensberg ist ja nicht weit entfernt. Sagen wir einen genau, Steinwurf von Mariasaal, das hat sicherlich auch mitgespielt, dass da auch eine Nähe schon sehr früh entstanden ist. Du bist Udo nur einmal persönlich begegnet, hast du mir erzählt. Das war beim Filmdreh zu seiner genau. Biografie, Der Mann mit dem Fagott. Und da hast du ja sogar eine Filmrolle übernommen. Ja, also nur eine ganz kleine Statistenrolle, ich glaube 2 Minuten oder so war es im Film, aber es war eine sehr entscheidende Szene auch für sein Leben, weil er war ja in der Hitlerjugend damals in den 40er Jahren und er hat dann eine Ohrfeige bekommen, oder in den 30er Jahren war das eigentlich, und da hat er eine Ohrfeige am linken Ohr bekommen und seitdem hat er eigentlich am linken Ohr ein beeinträchtiges Gehör gehabt. Und das war auch für ihn, wo man ihn da gesehen hat, hinter den Kameras stehen, da musste er wirklich weggehen, weil ihn das so berührt hat. Und das war schon speziell, ja. Und das, was wir vielleicht noch sagen können, es ist ja sein Vater, der Rudolf Bockelmann, ist ja eigentlich der Grund, warum ich in Kärnten bin. Also der hat meinen Urgroßvater von Südtirol, meine Familie kommt ursprünglich aus Südtirol, aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg und so hat sich das ergeben. Und das ist schon eine Verbindung, eigentlich bevor der Udo und ich auf der Welt waren. Und das ist schon irgendwie interessant. Mhm. Aber du hast persönlich eigentlich nie mit ihm sprechen können. Ja, ich habe ihn da ganz kurz angesprochen am Filmset, aber ich habe da auch noch nicht seine Lieder gespielt. Das tut mir wirklich unendlich leid, weil es wäre schon interessant gewesen, was er gesagt hätte, wenn er das mal gehört hätte. Und das bringt uns jetzt eigentlich Es gibt jemanden, der etwas dazu gesagt hat, nämlich Udos Bruder Manfred Bockelmann, der nach wie vor in Ottmanach lebt und ist ein sehr bekannter Maler und Künstler, internationalen Formats, muss man sagen. Und er ist einer, der dich schon früh ermutigt hat, deinen eigenen Weg zu gehen und eigene Lieder zu schreiben. Ihr trefft euch regelmäßig, es ist sowas wie eine Freundschaft entstanden und er wäre auch gerne heute hier gewesen, aber er hat uns stattdessen eine Videobotschaft geschickt. Ich habe das große Glück, dass hier in meiner Nachbarschaft der Simon Stadler lebt. Er ist ein hervorragender Musiker und auch ein
hervorragender Interpret seiner eigenen Lieder. Und wenn es mir hier im Atelier oft zu still wird, dann rufe ich ihn an und bitte ihn, dass wir uns treffen, und dann spielt er mir was vor und ich genieße das sehr. Ich bin davon überzeugt, dass er eine sehr, sehr gute Karriere machen wird. Er ist als Interpret sehr, sehr glaubhaft und sehr intensiv. Ich genieße es immer wieder, ihm zuzuhören. Alles Gute, lieber Simon. Ja, ein schönes Kompliment. Wunderbar, mich würde interessieren, ja. was spielst du ihm vor? Was war das letzte Lied, das du ihm vorgespielt hast? Das letzte Lied, was ich ihm vorgespielt habe, war, glaube ich, bis ans Ende meiner Lieder vom Udo, von seinem Bruder. Und das ist ja auch, also es ist wirklich ein Wahnsinn, dass er sich hierfür dazugeschalten hat. Ich bin ihm so unendlich dankbar. Und wie du früher schon gesagt hast, wir treffen uns wirklich regelmäßig, immer wenn er halt da ist, ruft er mich an und sagt, ich komme jetzt zu dir, einen Sprung, und jetzt reden wir so ein bisschen. Und da reden wir wirklich über Dinge, die uns manchmal unheimlich sind, weil sie so, wie soll man sagen, von der Hand gehen. Also es ist ja wirklich, der Grat zwischen Künstler oder zwischen Maler und Musiker ist ja ganz schmaler. Und da haben wir wirklich einige Parallelen bei uns selber festgestellt, dass wir einfach immer wieder ein Gesprächsthema haben. Und das ist so lustig mit ihm einfach. Ich bin unendlich dankbar, dass er sich auch als so eingesessener Künstler sich mit mir als Newcomer beschäftigt. Und das ist für mich natürlich der Wahnsinn. Das ist dasselbe wie mit dem Konstantin. Und das schmeißt einen wirklich buchstäblich nach vorn, ja. Du hast mir auch erzählt, du hast dich einmal bei ihm bedankt, dass du überhaupt die Lieder von Udo Jürgens singen darfst, ja, oder? Genau. Ich habe immer zu ihm gesagt, ich finde das so schön, dass du gleich von Anfang an gesagt hast, ich finde das so toll, was du mit den Liedern von Udo machen kannst, weil du hättest ja auch sagen können, hör auf damit, was du uns am Namen antust, so auf die Art. Und er hat Gott sei Dank immer gesagt, nein, er findet das großartig. Er sagt immer, dass ich eine ähnliche Authentizität habe wie der Udo. Ich habe natürlich eine völlig andere Stimme, aber wenn ich so die Texte mache von ihm und die Lieder spiele, dann sagt er, das nimmt man mir einfach ab. Und ich möchte auch, das war mir immer wichtig, Lieder spielen, die von den Texten, wo ich ehrlich werden kann. Also ich würde nie das Lied Mein Bruder ist ein Maler angreifen, weil da kann ich selber nicht ehrlich werden davor. Also mein Bruder ist ein Filmmusiker und deshalb habe ich immer nur Lieder gespielt vom Udo, wo ich mich selbst auch reinleben konnte. Wir wollen nicht ohne einen Abstecher in Udos großartiges und reichhaltiges Repertoire diese Release-Show vorbeigehen lassen. Sollen wir das machen? Ja. Ich glaube, wir sollten das machen. Und da gibt es ein Lied, soviel ich weiß, das auch dich und Manfred ganz besonders verbindet. Und du hast ihn ja gefragt, welches Lied er sich wünschen würde, wenn wir da einen Abstecher machen in das Reich seines Bruders sozusagen. Genau, und er hat zu meiner Verwunderung, oder eigentlich sarkastisch gesagt, zu meiner Verwunderung hat er gesagt, 12:05, weil dieses Lied haben wir das erste Mal, wo wir uns wieder getroffen haben, das war voriges Jahr, irgendwann im Sommer, da haben wir darüber gesprochen und wir haben uns einfach nur gewundert, wie aktuell dieser Titel in der heutigen Zeit ist. Also der ist in den 90er Jahren, glaube ich, wir haben früher darüber gesprochen, in den 90er Jahren oder 80er Jahren hat er ihn geschrieben und der ist heute wirklich, als wäre er gestern geschrieben worden vom Text her. Also 12:05 und dann müssen wir schon ein bisschen auch so die größten Hits, ja, in einem Medley-Revue passieren lassen. Das darf okay. Ich mir jetzt wünschen. Ja, bitte, dann machen Simon. Wir das. 12:05 und ein bisschen eine Zugabe. Ich sah einen Wald, wo man jetzt einen Flugplatz baut. Ich sah Regen wie Gift
Wo er hinfiel, da starb das Laub und ich sah einen Zaun. Wo es früher nur Freiheit gab, ich sah grauen Beton. Wo vor kurzem die Wiese lag und ich sah einen Strand, der ganz schwarz war von Öl und Teer. Und ich sah eine Stadt, in der zählte der Mensch nicht mehr. Doch ich sah auch ein Tal, das voll blühender Bäume war. Einen einsamen See, wie ein Spiegel so hell und klar. Und ich sah auf die Uhr, 12:05. Und ich sah eine Frau, die erfror fast vor Einsamkeit. Und ich sah auch ein Kind, für das hatten sie niemals Zeit. Und ich sah einen Mann, der für Hoffnung und Frieden warb. Und ich sah, wie er dann dafür durch eine Kugel starb. Doch ich sah auch die Angst, die so viele zur Einsicht bringt. Jemand sagte zu mir, dass die Zukunft gerade jetzt beginnt. Und ich sah auf die Uhr, 12:05. Zeig mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen. Liebe allein ist die Sonne, drum darf die Liebe nie untergehen. Zeig mir den Platz und alle an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen. Liebe allein ist die Sonne, drum darf die Liebe nie untergehen. Ja. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Man spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was sich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Hey, 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 sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halte ich nicht länger aus. Hey, hey, hey. Wir backen unsere 7 Sachen und ziehen aus. Aus diesem Meeren werden Haar. Ein Tag wie jeder. Ich träum von Liebe, doch eben nur im Traum. Oh, oh. Menschen, wohin ich schau, Großstadtgetriebe, und überall such ich sie, sie. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, wie find ich zu ihr?
besah, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, wie find ich zu ihr? Oh. Sie treffen sich täglich um 14:45 Uhr. Oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Aus Schatzmüller Kirsch oder aus Sahne bis See. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Yeah. Aber bitte mit Sahne. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald es ist vorbei, ist da lang ich nämlich hin. Oh, oh, oh yeah. Da finde ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mache feißer Typ. Oh, oh, oh yeah. Und schauen mich die Leute entrüstet an und streng, dann sag ich, meine Lieben, ihr seht das viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht so. Voller Stolz verkündet mein Enkel Waldemar, der abgehobene Alte, das ist mein Opa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Noch lange nicht Schluss. Noch lange nicht Schluss. Noch lange nicht Schluss. Ja, lieber Simon, noch lange nicht Schluss, aber irgendwann ist alles zu Ende, auch die CD-Release-Show von Ohne Last. Vielen Dank für die Blumen, ist in dem Medley von Udo Jürgens gefallen. Ich glaube, genau. Du willst auch Danke sagen, oder? Total. Also das ist wirklich jetzt eine super Überleitung. Wir müssen uns nämlich bei einigen Leuten bedanken. Und zwar ist das in erster Linie Yamaha Music Europe. Die haben das heute mehr oder weniger finanziell ermöglicht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür. Dann natürlich bei meinem langjährigen Freund Alexander Langer vom Klavier aus Langer hier in Klagenfurt, der diesen wunderbaren Flügel hier zur Verfügung gestellt hat. Dann natürlich auch bei meiner Co-Musikerin, die da sich jetzt in der Ecke versteckt, die liebe Ute Funder. Komm nur noch mal ins Bild hier, also die Leute müssen das schon noch mal sehen. Also einen herzlichen Applaus noch mal. Ute Funder, meine Damen und Herren. Und dann möchte ich mich natürlich auch bei dem wunderbaren Filmteam hier bedanken von Stereo Media, dass wir das hier in eurer Halle, in eurem Gebäude machen dürfen. Und wir haben ja schon beim ersten Livestream-Konzert zusammengearbeitet und ich bin ganz, ganz stolz und froh darüber, dass ihr wieder Ja gesagt habt. Herzlichen Dank. Und natürlich zu guter Letzt fällt das Dankeswort auf dich, mein Lieber. Und ich bin dir unendlich dankbar, dass du das mit mir heute gemacht hast und dass du dich bereit erklärt hast, durchs Programm zu führen. Du hast mir wirklich einen Wahnsinnsteil abgenommen und es ist so schön, weil das Ganze jetzt ein Konzept ist, das wirklich weitlaufend durchgegangen ist. Und herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Michael. Danke, dass ich da sein durfte und bei dieser Premiere mit dabei sein.
Die erste Single-Auskoppelung des Albums, deiner CD, ist schon im Juli 2021 erschienen. Und die Single heißt Unsere Zeit und darin heißt es vielsagend: Unsere Zeit führt uns ganz klar vor Augen, was wahrer Reichtum bleibt, den eigenen Weg zu gehen, der neue Zeilen ins Zeitbuch schreibt. Ja. Ich finde eine wunderbare Botschaft und jetzt lassen wir dich einmal nicht arbeiten, sondern lassen ein Video, das damals entstanden ist und von dieser Auskoppelung, das wollen wir uns jetzt noch einmal gemeinsam ansehen. Unsere Zeit. Sehr schön. Freu mich. Simon aus dem Album Ohne Last. Wir haben's ja probiert, ein Leben lang studiert und alles, alles kalkuliert und inspiziert. Jetzt bin ich fort von dir und spür den Herbst in mir, wie Mais verfallenen Oktoberwind, wenn ich frier. Unsere Zeit ist wie ein Strohfeuer, gediegen wie schnell verflogen. Sie brennt, sie brennt, sie brennt und verglüht restlos, monoton. Unsere Zeit fragt nicht nach außen hin, sie meint's niemals zu gut. Ich wünsch, ich könnte mich hier stellen, doch dazu fehlt der Mut. Der Jugendwahn vergeht, ein neues Spiegelbild entsteht und keiner weiß, wohin der Wind uns trägt. So leb für den Moment, der keine Zweifel kennt. Denn es ist auch stets die Schwermut, die dich und dein Glück trennt. Unsere Zeit ist wie ein Strohfeuer, gediegen wie schnell verflogen. Sie brennt, sie brennt, sie brennt und verglüht restlos. Zeit fragt nicht nach außen hin, sie meint's niemals zu gut. Ich wünsch, ich könnte mich hier stellen, doch dazu fehlt der Mut. Aber ohne dich fühl ich mich wie ein Segel ohne Wind. Ohne dich fühl ich mich frei, dafür die wahren Momente blind. Ja, ohne dich sind manche Tage den Nächten so laut. Ich glaube, ein Leben ohne dich wär machbar doch eisgrau. Unsere Zeit ist wie ein Strohfeuer, die ging wie schnell verflogen. Sie brennt, sie brennt, sie brennt und verglüht restlos, monoton. Unsere Zeit fragt nicht nach außen hin, sie meint's nicht. Den eigenen Weg zu gehen, der neue Zeilen ins Zeitbuch schreibt. Wir hören den tosenden Applaus im Publikum und das ist gleichzeitig immer die Aufforderung, wir haben noch eine Zugabe, oder? Sollen wir noch eine spielen? Ich glaub, wir schaut noch wer zu überhaupt. Haben natürlich, die Quoten gehen ständig nach oben. Wir beobachten das im Hintergrund. Wir haben noch ein, zwei Lieder aus der CD. Was würdest du vorschlagen, Simon, so als Aussichtschmeißer vielleicht? Ich glaube, als Aussichtschmeißer wäre gut noch ein Liebeslied vielleicht. Mhm. Also das ist so, was nicht belehrend wirkt und was so einfach das Ganze so ein wenig schön abrundet. Tiefe Wasser, oder? Tiefe Wasser heißt es, ja genau.
Und die Ute ist auch mit dabei. Wenn die Ute noch mag, ist sie gern mit dabei. Folgendes will ich sagen, du bist mir blind vertraut. Doch ich höre nicht auf zu fragen, bei Fragen, die Dummheit traut. Manchmal fühle ich mich von deiner Kraft gezogen. Mein Herz reinigt sich und ist fühlbar unbetrogen. Und sind wir auch manchmal wie verflucht und sehen. Liebe braucht kein perfektes Resümee, denn tiefe Wasser werden sein, Wolken nasser und federlein, Gründe flüstern, das Geheime zu, Licht im Düstern. Und im Zentrum ich und du. Dein Konzept vom Glück ist selten, dein Lächeln ungebraucht, jede Meinung lässt du gelten, ob klar oder verraucht. Du wetterst meinen Himmel zum hellsten Firmament und machst mein Leben zum Traum, wie man's nur aus Gedichten kennt. Und macht die Welt und schon ihre Augen zu. Mir gefällt, dass wir fair grüner als ich und du in tief Wasser werden sein, Wolken nasser und federlein, Winde flüstern, das Geheime zu, Licht im Düstern und im Zentrum, ich und du. Geheime zu, Licht im Düstern und im Zentrum, ich und du. Man wird mir erst hören, wenn ihr da ins Mikro reinredet. Vielen herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und für diese tolle Organisation heute. Nochmal an dich, lieber Michael Sabat, herzlichen Dank. Danke, liebe Uta Funder, fürs Mitmachen und natürlich an euch da draußen. Ihr seid wirklich das Wichtigste, was es in dieser Branche gibt. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen im Sommer auf der Bühne. Meine Konzerttermine werden auf meiner Website www.simonstadler.at freigegeben und man kann sich immer danach schauen und ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen. Herzlichen Dank für diesen schönen Abend.